Hallihallo und willkommen zurück zu Dragon Age Origins. So, ich habe unsere Leutchen hier mal in ihr Lager gesteuert von Denerim aus, denn heute soll es endlich mit der Hauptstory weitergehen und dafür reisen wir jetzt nach Haven. Dort sollen wir ja Bruder Genitivi finden, denn der hat eventuell Informationen über die Urne der heiligen Asche für uns, die wir brauchen, um Al-Emon zu heilen. So, Alistair ist klar, als Tank kommt er mit. Shield werde ich auch mal wieder reaktivieren. Und Vin als Heilerin, weil damit wird die Sache doch erheblich einfacher. Dann mal los. Von Denerim nach Haven. Ganz in den Westen, einmal quer über die Karte sozusagen. Weiter Weg. Ah, er geht hier, oder wir gehen hier unten lang. Sieht man am Totenkopfzeichen auch, dass Lothering mittlerweile von der dunklen Brut überrannt wurde. Und hier gibt's einen Zwischenfall. Vielleicht kriegen wir es da gleich mit der zu tun. Wir werden's ja sehen jetzt. Sieht auf jeden Fall schon mal gefährlich aus. Oha. Wow. Sieht aus wie ein Schamane oder so. Auf jeden Fall ein Magier. Einen mächtigen Feuerball schmeißt da all unsere Leute um. Nur Wind steht erstmal auf. Da kommen noch mehr. Ach du Schande. Ja, der Rest wirkt ganz schön mitgenommen. Was veranstaltet Wind hier nun? Auf jeden Fall sind unsere Leute erstmal geheilt. Neue Fähigkeit. Gefäß des... irgendwas. Müssen wir glatt mal gucken. Sieht fast so aus, als wenn Vin ihr persönlicher Schutzgeist hier wieder zugeschlagen hat. Gefäß des Geistes, genau. Vin gibt Energie ab, um nahe Gegner benommen zu machen. Opfert einen Teil ihrer eigenen Gesundheit und um ihr Mana wiederherzustellen. Erhält Boni auf Zauberkraft und Mana-Reck. Nun gut, wenn's denn hilft, soll sie das tun. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Gegner zu eliminieren. Ordentliches Durcheinander hier. Aber einen Teil haben wir ja schon mal ausgeschaltet. So, der Magier schießt von da oben immer noch. Mal sehen, vielleicht können wir hier rum. Nee. Unsere anderen Leute rennen auch da hinten hoch. Ich also die falsche Seite gewählt. Arvin ist aber von so einer eigenartigen Aura hier umgeben. Das sieht echt cool aus. So. Jetzt haben wir hier noch zwei. Ah, aber da hinten scheinen noch mehr zu kommen. Sieht man auf der Minimap ganz gut. Oh, wir haben hier ja sogar einen Bossgegner, Holoc Omega. Ah, scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst, deshalb. Die anderen haben alle auf unsere Magierin eingekloppt und Vin ist down. Nun wird's gefährlich. Oh. Jetzt muss ich echt aufpassen. Ich denke, wir könnten es hinkriegen, allerdings, damit es auch keine weiteren Probleme gibt, kriegt Scheel jetzt auch mal so einen Wundumschlag verabreicht. Aber der hilft nicht so sonderlich viel. Irgendwie geht die Gesundheit von Scheel ständig bergab. Ah ja, jetzt weiß ich auch warum. Wenn man nämlich im Lager war, dann werden sämtliche Buffs deaktiviert und Alistair sein Bedrohen, dass er die Gegner anzieht, dementsprechend auch. Deswegen gingen jetzt alle auf Scheel, der hat den meisten Schaden gemacht, die meiste Bedrohung. Puh, aber es ging trotzdem nochmal gut. Auf jeden Fall ist der Boss auch down.
Scheel hat zwar auch dahin gerafft, aber hier hinten auf der Karte werden noch welche angezeigt. Zwei? Ja, zwei sind das noch. Ich hoffe, das sind normale Gegner. Sieht ganz so aus. Jo. Einen schnell mal betäuben. So, und dann haben wir es doch noch hingekriegt. Na, Vin, was ist los? Das war sehr interessant und anstrengend. Was war das? Habt ihr den Geist beschworen? Ich habe den Geist gerufen, der mir Kraft gibt, damit er uns hilft. Ich hatte nicht erwartet, dass es mich so auslaugen würde. Es schien mir eine gute Idee zu sein. Etwas überstürzt vielleicht. Es könnte den Geist ein wenig geschwächt haben. Ihr könntet dabei also sterben? Nun, das ist zumindest Das vorstellbar. ist gar nicht gut. Ich sollte es wohl nicht unbedingt dazu benutzen, Kindergeburtstage zu Nee. unterhalten. Seid ihr sicher, dass ihr die Kontrolle habt über dieses Ding? Es ist kein Dämon, den man kontrollieren muss. Angst ist wirklich völlig unangebracht. Ich werde vorsichtig sein, versprochen. Und danke, ich weiß eure Besorgnis zu schätzen. Na gut. So. Also, wenn einen neuen Zauber gekriegt, bekommt ihr immer Unterstützung von ihrem persönlichen Schutzgeist. Jetzt auf jeden Fall werde ich erstmal sämtliche Buffs hier aktivieren. Weil so unvorbereitet möchte ich nicht nochmal an den Kampf gehen. Also, dieser Zwischenfall hat uns oder hat mich echt überrascht. Beinahe wäre es auch schief gegangen. Aber wir haben es überstanden. So, Pyronos, können wir gleich mal noch einen Stufenaufstieg Das geben? müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Was ist er jetzt überhaupt? Level 12 oder so? Gucken wir gleich mal. Yep. Okay, dann wieder in Geschicklichkeit und in Klugheit. Ja, Geschicklichkeit brauchen wir jetzt noch 3 Punkte, dann hat er 36. Dann reicht das auch. Und dann können wir den Rest in Klugheit ballern. So, Fähigkeit. Ja, Taktik brauche er eigentlich nicht, weil ich spiele ihn ja eigentlich auch immer selber. Können wir vielleicht mal hier noch in verbesserte Giftherstellung einpacken? Ich vergesse zwar meistens, die Gifte auf die Waffen aufzutragen, aber irgendwann werde ich auch wieder dran denken. So, und dann Wirbelsturm. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich das nehmen wollte. Ja, wirbelnder Todestanz. Greift nahe Gegner mit beiden Waffen an. Jeder Treffer verursacht normalen Schaden. Ist halt sehr gut in Situationen wie hier eben gerade. Wenn du viele Gegner hast, die dicht beieinander stehen, werden halt durch seinen Wirbeltanz mehrere Gegner gleichzeitig getroffen. Gibt zwar keine kritischen Schäden, aber ich finde ein sehr nützlicher Angriff. Dann machen wir uns mal jetzt ans Plündern hier. Pflanzen nehme ich immer gern wieder mit. Brauchen wir sie nicht kaufen. Und dann gibt es hier ein bisschen Silber. So, was hat der Boss? 1,5 Gold. Na gut. Sage ich auch nichts gegen, aber ein schönes Item wäre natürlich wieder besser gewesen. So, hier hinten liegen noch zwei. Nö, wir sind fertig. Hier mal die Barrikade aus dem Weg räumen. Die kann man ja einmal draufhauen und schon ist er weg. Ach, da haben wir noch eine Elfenwurzel. Dann war es das hier. Ja, dieser Zwischenstopp wäre uns fast zum Verhängnis geworden. Ich hoffe, dass wir jetzt in einem Rutsch durchkommen bis nach Haven. So, vorbei an der Radcliffe. Und dann müssten wir es eigentlich auch gepackt haben. Jo, da sind wir schon. Gebiet freigeschaltet, das Dorf Haven. Gibt's hier noch irgendwas Neues? Nö.
Gut, dann mal los. Ja, scheint so ein kleines Gebirgsdorf zu sein. Hier in den Bergen gelegen. So ein Pfad führt hier hoch. Sieht eigentlich recht idyllisch aus. Da haben wir schon die ersten Häuser und eine Wache. Die sollten wir doch mal anquatschen, weil sonst sehe ich ja eigentlich niemanden. Was macht ihr in Haven? Ihr habt hier nichts verloren. Das ist also Haven? Was wollt ihr? Gut, über Genitivi und die Urne will ich mal nicht gleich reden. Deswegen erstmal andere Fragen über Haven. Fragt und dann zieht weiter. Seit wann gibt es Haven schon? Haven gibt es schon immer. Meine Familie kennt keine andere Heimat. Und wer ist der Anführer des Dorfes? Vater Eirik ist unser spiritueller Leiter und Lenker. Ein verehrter Vater, was? Das ist neu. Was das wohl bedeutet? So ist es in Haven schon seit jeher. Ja, sonst heißt es doch eigentlich immer, die ehrwürdige Mutter ist die Anführerin. Na gut, sind eure Traditionen so anders als die unseren? Unser Leben ist anders als das in den Städten der Ebenen. Ja, ich möchte mich hier mal etwas umsehen. Wir schätzen es nicht, wenn Leute aus der Ebene sich bei uns umsehen, als wären wir so etwas wie ein Tiergarten. Ziemlich abweisend, der Herr hier. Fragen wir doch mal nach Genitivi. Wen? Vielleicht weiß der verehrte Vater Eirik, von wem ihr sprecht. Aber er hält leider im Moment eine Messe für das Dorf und darf nicht gestört werden. Ihr sucht euren Bruder besser woanders. Warum habt ihr einen verehrten Vater? Priester sind Frauen. So ist es in Haven schon seit jeher. Wir stellen Traditionen nicht in Frage. Vielleicht nochmal andere Fragen über Haven? Fragt und dann zieht weiter. Warum habe ich noch nie von Haven gehört? Wir bleiben unter uns und sehen keinen Grund, der Welt unsere Existenz zu verkünden. Es ist friedlicher so. Okay, das sollte reichen. Solltet ihr besser zurück in die Ebene gehen. Ziemlich abweisend, echt, also. Gefällt mir gar nicht. Ihr könnt in unserem Laden Vorräte kaufen, wenn ihr wollt. Aber dann solltet ihr mit euren Gefährten weiterziehen. Ist es gerade kälter geworden oder bilde ich mir das nur ein? Ja, recht frostige Atmosphäre hier. Immerhin dürfen wir ihren Laden besuchen und etwas Handel treiben. Mal sehen, ob wir ihn finden. So, vorher aber mal hier das Blümchen gleich mal mitnehmen. Und dann gucken wir uns mal hier um im Dorf. Gibt ja ein paar Häuser zur Auswahl. Da oben scheint doch so eine Art Bauernhof zu sein. Ein Ochsen habe ich da gesehen. Ah, Hühner sind da hinten auch. Hier liegt ein Buch. Nehmen wir uns mal gleich vor. Tod eines Templers. Oh, wieder so viel zu lesen hier. Na gut, das werde ich jetzt nicht tun. Ich hoffe, es ist nichts Wichtiges. Ja, haben wir Pech. Na du Ochs, willst du uns noch was sagen? Nö, will er nicht. Sture Ochse. Hier noch was? Die Hühner werden sicherlich auch nicht plaudern. Und ins Haus kommen wir auch nicht rein, also wieder runter hier. Was haben wir denn noch? Da wird's reingehen. Haus eines Dorfbewohners. Ah, da ist ein Kind. Schnappen wir uns das mal, weil sonst ist hier immer noch niemand zu sehen. Hübsche Lin, sag, wo warst du drin? Warst du oben, warst du unten? Hast du Hasen im Loch gefunden? Komm schon, hübsche Lin, sag, wo warst du drin? Komm schon, hübsche Lin. Wir Kleiner Poet oder was? Es ist weich, es ist warm. Okay, das reicht jetzt erstmal. Wer bist du? Du solltest nicht hier sein. Wer bist du? Ja, nehmen wir mal. Ich hab zuerst gefragt. Ach Gottchen. Ich bin Pyronos. Bewohner der Ebenen gehören nicht her. Aber der ist genauso abweisend
und spricht auch ziemlich gefühlskalt. Warum siehst du mich so an? Können wir ihn überreden? Du bist ein kluges Büschchen. Was weißt du über Haven? Haven ist Haven. Aber ich habe ein Geheimnis. Willst du's sehen? Geheimnis mit fremden Teilen? Na, zeig mal. Der Junge holt etwas aus seiner Tasche und zeigt es dir. Es ist ein Fingerknochen, von der Sonne weiß gebleicht und durch stetiges Herumspielen poliert. Wem gehört er denn? Weiß nicht. Er bringt Glück. Ach so. Ich behalte ihn. Sag's niemandem. In Ordnung. Ein wirklich eigenartiges Kind. Da drüben wirst du nichts finden. Wenn die hier alle so sind, na dann werden wir echt Probleme kriegen, hier irgendwelche Informationen über Genie TV zu erhalten. Na, mal hier weiter. Ah, hier scheint so ein Gebirgssee zu sein. Das sieht ja auch cool aus. Geile Aussicht. Da unten haben wir noch eine Truhe. Sagt mal, Shale, wie ihr da so rumgestanden habt in Redcliffe. Habt ihr da geschlafen? Ich. Schnell mal das Gespräch unterbrechen. Mein Körper ermüdet nicht so. Und hat auch keine Ahnung. Ein bisschen zuhören hier bei den beiden. Weil wir können ja auch schon weiterlaufen. Die quasseln trotzdem weiter. Ist das nicht langweilig? Würdet ihr nicht gerne einmal träumen? Ich träume nicht. Passiert das sonst im Schlaf? Ich dachte, man fasst sich nur an die Nase und murmelt unverständlich. Ja, okay, ihr zwei, es reicht. Natürlich. Ich werde jetzt mal hier ins Haus eines Dorfbewohners reinrennen. Ihr beobachtet mich? So ein Laden, der Laden dürfte das, glaube ich, noch nicht sein. Sonst wird es ja dran stehen, aber mal gucken. Hier ist schon mal eine Truhe. Kein Problem sein. Nehmen wir glatt mit, aber keiner zu Hause. Oh, was ist das denn hier? Dieser Altar wurde kürzlich benutzt. Das Blut ist noch flüssig und läuft in dunklen Rinnsalen an den Seiten hinunter. Na geil. Vielleicht wurden hier Lebensmittel zubereitet. Ja, ganz bestimmt. Blutet Fleisch so stark? Ich versuche nur optimistisch zu sein. Die andere Erklärung ist weitaus beunruhigender. Dieses Dorf ist wohl nicht, wonach es aussieht, oder? Irgendetwas geht hier vor. Quest ist aktualisiert. Finde heraus, was die Bewohner von Haven verbergen. Ja. Das werden wir sicherlich tun, weil wir müssen uns hier ja weiter umsehen. Aber das ist keinesfalls so ein ruhiges Bergdörfchen, wie es den Anschein macht. Zermal meine Cheese sind. Hatten wir so einen nicht schon in der Korkari-Wildnis gefunden? Ich glaube. War auch bloß Stufe 2, aber zum Verkaufen immer noch gut geeignet. So, dann mal raus hier wieder und weitersuchen. Ach du Schande, guck mal auf dem Minimap. Wie viele rote Punkte. Ich glaube, wir haben hier etwas zu sehr rumgeschnüffelt. Und den Dorfbewohnern gefällt das gar nicht. Titelt werden die als Kultisten. Scheint also ein Dorf voller Kultisten zu sein. Gott sei Dank kämpfen die meisten hier bloß mit bloßen Händen. Kann uns nicht so viel anhaben und sind auch ziemlich fix dezimiert hier die ganzen. Groß Schaden machen sie auch nicht. Vielleicht hätten wir nicht so neugierig sein sollen. Aber aus diesen Dorfbewohnern ist wohl nichts rauszukriegen. Ach, da hinten haben wir noch einen Bogenschützen, aber sein Bogen nützt ihm hier wohl auch nichts mehr. So. Also sehr beunruhigend. Gut, den plündern wir noch. Dann mache ich mal hier an dieser Stelle Pause und beim nächsten Mal werden wir dann dem Geheimnis von Haven hoffentlich auf die Spur kommen. Also für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye bye.